Hey, Schäfer, hier in Rom wird man von Ziegenmilch krank, da kriegt man die Scheißerei. Ja, von dem Wein, den du verkaufst, kriegt man wenn er gut verdünnt ist, geht's. Ja, das glaube ich, du Panzer. Ja. Hey, Frascato, hast du gehört? Der Größte ist aus dem Knast. Ich glaube, ich spinne. Frisches Wasser, frisches Wasser. Wer was Gesundes trinken will, es durchspült eure Därme, es ist gut wie die Leber. Frisches Wasser aus Rom, Wasser für den Durst, kommt ihr Frauen und kauft. Der Messaggero, der Paschino, kauft Zeitung, Leute, lest die Einzelheiten des Tages. Das Wichtigste des Tages. Man hat Nino den Größten freigelassen. Er wurde mangels Beweise auf freien Fuß gesetzt. Messaggero, avanti Paschino. Danke, Nino. Lass nur. Woher weißt du, dass ich es war? Augen habe ich keine, aber meine Ohren funktionieren gut. Ich habe dich an deinen Schritten erkannt. Und jeder Schritt klingt scharf, wie es dein Messer war. Gut zurückgekehrt, Nino. Freundschaft erkennt man am Benehmen. Ihr seid in Ordnung, Jungs. Ja, da sitzt er ja, der Miesepfarrer. Auch sehr. Sie hat ein starkes Rheuma, wissen Sie. Sie spürt es in den Beinen und in den Händen, genau wie ich. Ja, guten Tag, meine Herren. Nino, ich... Ja. Verrecken. Verrecken sollst du, Denunziant. Ersticke, du Verräter. Nino, ich... Du müsstest glücklich sein, dass du ein Stück Scheiße bist. Denn Nino besudelt sein Messer nicht mit einem Feigling. Frascano, er kommt. Augustarello, pass auf. Nino de Fanello wusste, dass sie durch deine Schuld ins Gefängnis musste. Höre auf Ignazio. Verschwinde aus der Küche. Wenn nicht, fliegst du hier raus, und zwar mit den Füßen voran. Ich habe vor niemandem Angst. Und ich bleibe hier, solange ich will. Guten Tag euch allen. Außer einem. Nino, schau an, wie geht's? Und hier erwarten dich alle. Schön, dass du wieder da bist. Wie bist du bloß da rausgekommen? Oh, du bist fett geworden. Du siehst, dass mir die Gefängnisluft gut getan hat. Also, was trinkst du? Wie immer. Dachte ich's doch. Als ich das letzte Mal vor einem Jährchen in dieser Kneipe war, duftete es nach edlem Wein. Heute stinkt es nach Aas. Aas von wem? Aas von dir. Und alle werden es bestätigen. Ja, Aas. 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 Ein Aas, ein Aas. Tanzt jetzt und singt. Oh, ja. Ein Aas, ein Aas, ein Aas. Ja, ja. Ein Aas, ja. Und was für ein Aas. Ein Aas, ein Aas, ein Aas, ein Aas. Genug jetzt. Augusto. Dich erwarten Prügel. Aber weil du so jung,
schön und ein Arsch bist, werde ich das vergessen. Trink. Gut, Frascati. Trink. Es regnet. Oh, es regnet. Schön brav, der Maresciallo kommt. Er ist schon da. Guten Tag, Maresciallo. Meine Verehrung, Maresciallo. Giovinino, mach mal ein schönes Fühlerchen bei den beiden, nur so als Formalität. Oh, das wundert mich, Maresciallo. Trotz Warnung, soll ich ein Messer in der Tasche tragen? Maresciallo, ihr scherzt. Er ist eben erst angekommen und noch Atheist. Ich hatte noch keine Zeit, ihn zu taufen. Nichts, Maresciallo. Danke. Natürlich. Wer weiß wohl, warum und wann es regnet. Mhm. Die Messer verstecken Sie an Stellen, an die niemand denkt. Wie an dieser, zum Beispiel. Wem mag es wohl gehören? Von irgendeinem Fremden. Hier ist ein Seehafen. Ah ja, in diesem Hafen habe ich gefischt. Nach Zweien, die aufeinander einstechen wollten. Und wie mir scheint... habe ich sie an der Angel. Was soll das, Maresciallo? Eine komische Idee. Ich und Augusto wollten eben ein Schlückchen trinken. Als alte Freunde. Ich kann es bezeugen. Kann. Dann ist ja alles in Ordnung. Du bist der geborene Zeuge. Hör mal zu. Du hast gerade ein Jährchen Knast abgesessen, wegen einer kleinen Messerstecherei, nicht wahr? Das war ein furchtbarer Justizirrtum. Der Ärmste hatte sich an einer Flaschenscherbe verletzt. An einer Scherbe wie dieser hier und deinen Fingerabdrücken drauf. Autsch, diese Fingerabdrücke sind wirklich eine fantastische Sache. Hä? Wer hat sie bloß erfunden, Marschallo? Ja, aber auch die Fingerabdrücke hätten nichts gebracht, wenn es keine schöne Denunziation gegeben hätte. Es war der Chinese, der den Verrat begangen hat. Dieses miese Schwein. Ja, 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 das sagen alle. Ja. Aber wer hat es dem Chinesen gesagt? Er zum Beispiel ist überzeugt, dass du es warst. Aber wer? Augustarella, Marischallo? Ich wurde von allen verdächtigt. Ja. Sogar von meiner Mutter, aber nicht von ihm. Und aus welchem Grund hast du, Augusto Di Lorenzo, dich so aufgeregt? Wegen einer gewissen Rosa Tarbin. Ne? Sehr hübsch. Sehr hübsch. In die du verliebt bist. Was erzählen Sie da, Marischallo? Rosa ist wie eine Blinde. Sie sieht niemanden. Für sie existiere nur ich. Und wenn ich mir schon eine Frau weg. In aller Bescheidenheit könnten alle Söhne der Region NN zu mir rufen, Papa, Papa, Papa. Spiel ruhig den Krösus. Ich jedenfalls habe meine Pflicht getan. Untersuchung und Verhör. Solange ihr nicht dem Gesetz folgt und glaubt, Justiz allein mit dem Messer austragen zu können. Wir sind ehrenwerte Männer und keine Feiglinge, wie ihr es gern hättet. Unser Gesetz ist das Wahre und das Ältere, das wissen Sie genau. Hingegen sieht unser modernes Gesetz ein Minimum von 5 Jahren vor, für Rückfällige. Und 5 Jahre dauern lang, bis sie vorüber sind. Komm, Giovanni. Und wer weiß, ob Rosa Tabine so lange warten würde. Wohin gehst du? Es ist noch nicht Feierabend. Es gibt keinen drin für dich. Ich schlitze dich auf. Und deine Arme werden zu Girlanden für den Karneval. Nur was macht ihr da, ihr Wahnsinnigen? Tu das Messer weg. Du kommst ins Gefängnis. Steck das Messer weg. Wenn du mich liebst, kommst du mit mir. Lässt du dich jetzt schon von Frauen verteidigen? Ach, du wärst ein paar Stiche wert, aber ich will nicht, dass mein Mann wegen dir zurück ins Gefängnis muss. Hast du verstanden? Rosa, geh nach Hause. Das sind Sachen, die dich nichts angehen. Rosa, du darfst dich da nicht einmischen. Es handelt sich um den Ehrenkodex. Ja, der Kodex deiner verblichenen Ahnen und deines vertrottelten Großvaters. Rosa, das ist Männersache. Fertig. Was für Männer! Ihr seid alle elendige Feiglinge, sonst hättet ihr die beiden längst auseinandergebracht. Jetzt reicht's. Und ich sage dir, hau jetzt ab. Ah, ich werd's dir zeigen. Schau her. Ehrenmänner, das ist eine Sondervorstellung. Hey, was machst du da? Bist du verrückt geworden?
So, kommst du nun mit? Nein. Also, ich hebe jetzt die Kleider hoch und zeige es mal all diesen geilen Gockeln. San Antonio möge euch alle beschützen. Tritt ein, mein Strip ist auch gut für bist dich. Bist du total verrückt geworden? Leg das Messer weg und komm jetzt mit mir. Nein. Gut, also zähle ich bis drei und dann lasse ich alle zuschauen. Eins. Zwei. Und... Habt ihr das gesehen? Was hat sie uns bloß für ein Theater vorgemacht? Sicher, wenn Nino die Nerven behalten hätte, wäre es sicher ganz nett gewesen, hä? Was soll ich tun, hä? Soll ich dir wirklich vor allen Leuten die Kleider hochheben und die Arschbacken versohlen? Kennst du das Gelächter? Probier es ruhig, aber dann kratze ich dir die Augen aus. Also, willst du nicht endlich kapieren, dass ich hier bestimme? Solltest du noch einmal wagen, so etwas wie heute zu tun, wirst du ja sehen, was passiert. Oh, Nino, du kommandierst über alle Arschbacken dieses Viertels, aber nicht über die von Rosa Tarbine. Du bist meine Chefin, du bist meine Herrin. Weißt du das? Geh jetzt. Es reicht jetzt, die Dove zu spielen. Ja, die Chefin kommt nach einem Jahr aus dem Knast, begrüßt alle und fängt sofort an, sich mit diesem Arschloch Augustorello herumzustechen. Um mich scherst du dich einen Dreck. Es ist zum Lachen. Glaubst du, dass ich zu dir kommen müsste und fragen, Rosa, was soll ich jetzt tun? Schämst du dich etwa? Mir scheint, es wäre besser als eine Messerstecherei, hierher vor die Madonna zu kommen und zu schwören, nie mehr ein Messer in die Hand zu nehmen. Rosa, ich bin der Größte von Borgo. Und wenn die Madonna so einen Schwur hören würde, wäre sie wütend. Und dann, wer schützt die Armen dieses Viertels vor Schikanen? Hör zu, ein Mann ist ein Mann und muss sich als Mann bewähren, weil Gott deshalb den Mann geschaffen hat. Dafür, hä? Um ein Mann zu sein. Sonst hätte er ihn als Frau gemacht, oder? Für dich ist es wirklich gut, dass ich als Frau geboren bin. Sonst würde dich ein schöner Stich in deinen Bauch von diesem Quatsch, den du verbreitest, heilen. Hey, Rosa, ich stehe auf dich. Du bist wirklich die Frau des Größten. Ja, bitte. Entschuldigt vielmals die Störung, ich bin geschickt worden. Es ist mehr eine Belästigung als eine Störung. Wer hat dir gesagt, du sollst dich setzen? Steh auf, Jonas Lump, steh auf! Warum behandelt ihr mich immer so schlecht? Ich vertrete doch nur die Interessen des Gesetzes. Nein, du vertrittst deine eigenen. Sag mal, lohnt es sich, den Spion zu spielen, hä? Sag die Wahrheit. Was haben die aus deinem Viertel dir so Böses getan, dass du sie so hasst? Ich jemanden hassen? Ich, der ich immer auf der Seite des Gesetzes stehe? Du auf der Seite des Gesetzes. Hier haben wir den beispielhaften Bürger. Moment, ich möchte kontrollieren, ob... Ja, kontrolliere. Warum bewegt sich nach deiner Meinung ein Wucherer innerhalb des Gesetzes? Maresciallo, ich bin kein Wucherer. Ich bin ein Wohltäter. Wenn Sie wüssten, wie viele Leute wegen Hunger und Krankheit gestorben wären, hätten Sie nicht die Hilfe des Chinesen gehabt. Aber das zählt ja nicht. Nein, das zählt nicht. Meiner Meinung nach nennt man das eigennützige Nächstenliebe. Aber ein ganz schöner Fleck auf dem Gewissen. Aber welches Gewissen, Maresciallo? Sie haben immer mein Blut und meine Mühe aufgesaugt, diese Verbrecher. Aber das zählt ja. Ah, das zählt nicht. Aber jetzt unterschreibe und hab. Ich unterschreibe, aber es ist nicht richtig. Und der Dienst, den ich euch das letzte Mal erwiesen habe, ist mehr wert. Ihr gebt mir immer so wenig. Damit du es weißt, der Hinweis, den du uns gegeben hast, wird nicht in die vom Gesetz belohnten Denunziationen eingehen. Nino und Augustarello hatten allem Anschein nach nichts anderes vor, als sich einen anzutrinken. Ihr seid zu gutgläubig, Maresciallo. Diese Verbrecher müssten härter behandelt werden. Man muss ihnen die Hölle auf Erden bereiten, ihnen die Visage zurechtdrücken. Die Polizei muss prügeln. Sonst macht ihr keine Karriere. Hör zu, Blutsauger Lump. Hör zu. Pass auf, dass ich dir nicht die Visage zurechtdrücke. Und die Hölle auf Erden mache ich dir. Hast du verstanden? Und jetzt raus. Für die Schinde. Hand, Maréchal. Was tust du da? Hau ab. Verschwinde. Raus hier. Frauen, bedient euch. Meine Fische haben Frische. Die schönsten Fische für die schönsten Frauen. Guapetta greift die Kohle. Guapetta? 2,50 die Dame. Nino, schau doch bitte mal. Der Fisch von Guapetta ist längst nicht so schön wie deiner. Lass sehen. Findest du? Welchen Fisch kannst du empfehlen, Guapetta? Es scheint mein Deutsch zu sein. Frische Fische, fast noch lebende Fische von Nino. Ah, Mama, wohin geht ihr, Zum Gottesdienst. Zur Fürbitte um Gnade der Santa Rita da Casa. Aber Mama, ist San Antonio nicht aber besser? Aber nein, San Antonio hat zu viele Namen. Und deshalb wenden wir uns an Santa Rita. Sie ist eine neue Heilige. Die gibt uns ihre Gnade sofort. Gehen wir. Hey, was ist los? Was soll schon sein? Was ist los? Warum weinst du? Wegen Tartarello. War ich nicht aufmerksam zu dir? Nein, doch. Deshalb. Velia, erklär mir das und verkohl mich nicht. Oh, Nino. Tartarello. Was? Er fasst mich niemals an. Wie kann das sein?
eine Form spürt, wenn ein Mann sie zu der Sein machen will. Aber Tattarello hat es kein einziges Mal probiert. In 3 Jahren niemals. Oh, das ist neu. Und deshalb ist Tattarello deiner Meinung nach schwul, ne? Nino, was sind das für Worte? Hier sind lauter Leute. Das bin ich mir als Ehefrau schuldig. Und wenn es nicht klappt, was soll ich tun? Jetzt sag mir bloß, die Brüste, die Schenkel. Er hat es nie probiert. Die Brüste, die Schenkel, nicht mal die Arme hat er berührt. Mom, du hast sie doch hoffentlich auch mal allein gelassen, oder? Es wundert mich, dass du als mein Sohn solche Fragen stellst. Aber ich sagte, dass ich die Aufgaben einer Mutter kenne. Einmal habe ich sie allein zu Hause gelassen, zum Kartenspielen. Na und? Und nichts, nichts. Und später ist er eingeschlafen. Eingeschlafen? Eingeschlafen. Nein, was erlauben Sie sich? Nein, ein bisschen. Genug! Stell dich nicht so an. Komm, bleib da. Also, was soll das? Warum lässt du mich alleine? Was soll ich dir sagen? Ich habe keine Lust, du dummes Schwein. Also, sowas... Was bildest du dir ein? Du wärst jetzt genau richtig zur Vespa. Verdammte Touristinnen, blöde Kuh. Volker Miseria. Fäck mich doch am Arsch. Nimm. Nimm, komm, sauf dir einen an. Heute können sie uns alle kreuzweise mal. Tattarello. Hey, Nino, wo kommst du denn her? Ich wollte mal eben sehen, wie es um dich steht. Ich möchte mit dir reden, von Mann zu Mann. Was willst du mir sagen, Nino? Ich verstehe nicht. Ich verstehe aber. Tattarello, mir machst du nichts vor. Schwul bist du nicht, impotent auch nicht. Also was soll das, dass du dich offiziell mit meiner Schwester verlobst? Machst die Veröffentlichung in der Kirche und dann spielst du den kalten Fisch? Ich hielt dich für einen Ehrenmann, der die Würde erkennt, wer sein Schwager wird. Also sag es klar. Suchst du Streit? Was für ein Unsinn. Glaubst du, dass ich mich mit dem König der Messerstecher anlegen will? Wir heiraten nicht, weil die Sache nicht so gut läuft. Weil, siehst du, man einfach zu wenig Lire verdient und am Ende dieser blöde Gaul einem alles wegfrisst. Ich will, das kannst du sicher verstehen, meine Hochzeit nicht als Bettler ausrichten. Ich denke dabei vor allem an deine Schwester. Es lebe der König! Etwas mehr Respekt vor fremden Gästen. Italien hat deutliche Absichten mit China. Ah, Fräulein Rosa, welch schöne Überraschung. Wenn Sie gestatten, Sie sind noch schöner als die Überraschung. Dem unsere Unterhaltung ganz sicher nicht gefällt. Entschuldigen Sie. Maresciallo, bitte keine Entschuldigung. Sie sind immer willkommen. Ja, kaum bist du außer Haus, fängst du an rumzukokettieren. Und dann noch mit einem Polizisten. Ah, Nino, bist du eifersüchtig? Eifersüchtig, ja, eifersüchtig. Du bist meine Frau und keiner von diesen Idioten darf dich auch nur anschauen. Ja, langsam schaut mich auch wirklich keiner mehr an, weißt du? Aber was denkst du? Nachts zerstückle ich das Kopfkissen. Das Blut kocht in mir. Ich habe es satt, allein zu schlafen. Rosa, und ich habe es so oft probiert und du hast immer Nein gesagt. Und ich sage ja, aber vor dem Priester. Apropos Priester. Dieses Hochzeitskleid, das du zum Bügeln hattest, das aus weißer Seide, hast du das noch? Sicher habe ich das noch. Das mit den Stickereien und Perlchen, ja? Ja. Und auch den Schleier mit den gestickten Spitzen? Ja. Warum? Hol es raus und bügel es schön. Nino. Nino, was willst du damit sagen? Meinst du es ernst? Ja, ich meine es ernst. Ja, ich meine es ernst. Also, du hast dich entschieden, mein geliebter Nino. Geliebter, wie ich dich liebe. Oh, mir kommen die Tränen vor lauter Rührung, die ich im Herzen habe. Schau, ich weine. Rosa, du weinst? Was hast du verstanden? Es ist meine Schwester, die heiratet, Das Kleid wird dir sicher gut stehen. Und es wird sein, als würde die Schwester eines Königs heiraten. Nein,
Es ist, als würde die Schwester eines großen Hurensohns heiraten. Und mir scheint, dass Tartarello nicht wiederkommt. Hä? Wir warten eine Ewigkeit. Tja. Wir haben ihn nicht gefunden. Und jetzt? Ja, was ist denn mein Sohn? Na, Arschloch. Du willst wohl alle verarschen, was? Der Pfarrer, die Zeugen, die Braut, alle sind fertig für die Feier. Und du sitzt hier rum und besäufst dich. Ich kann nicht, Nino. Ich kann es nicht tun. Steh auf. Und wir gehen sofort in die Kirche. Reg dich nicht auf. Setz dich lieber. Lass mich erklären, wie die Dinge liegen, ja? Gut. Lass mich dein Geheimnis wissen. Aber mach schnell, denn in mir kocht es. Die Sache ist so, dass deine Schwester mich nicht anmacht. Wie? Was soll ich machen? Es tut mir leid, aber das musstest du vorher bedenken. Was ist an meiner Schwester nicht in Ordnung? Naja, der Schnurrbart. Bart oder nicht Bart, du heiratest meine Schwester. Aber was soll ich tun, Nino? Was soll ich tun? Hm? Nimm mal an, dass sich heute Nacht nichts abspielt. Das ist alles dummes Zeug, das mich nicht kümmert. Es wird doch wohl noch eine geben, die dich aufgeilt hat, Tartarello. Ja. Eine gäbe es. Darf ich an sie denken? Ja, sicher. Wer ist es? Rosa, verletzt sich das? Nein, das verletzt mich nicht. Ich bring dich um. Antonio Cirino, willst du die hier anwesende Velia Patroni zu deiner Ehefrau nehmen, nach dem Ritus der Heiligen Kirche? Du musst antworten, mein Sohn. Willst du die hier anwesende Velia Patroni zu deiner Ehefrau nehmen, nach dem Ritus der Kirche? Ja. Ja. Velia Patroni, willst du den hier anwesenden Antonio Cirino zu deinem Ehemann nehmen, nach dem Ritus der Kirche? Ja. Ich verbinde euch in der Ehe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ciao, Nino. Ciao. Schau, ich hab das Fahrrad wieder. Freiwillig hätte er es nicht zurückgebracht. Ich musste ihn etwas bearbeiten. Gut gemacht. Bring es zum Küster. Okay. Also diesmal lasse ich dich noch laufen. Aber du weißt, dass man nicht stiehlt von jemandem, der arbeitet. Ich brauchte es. Ich habe eine kranke Frau. Hier, nimm das. Und dann lass sie heilen und besorg dir etwas zum Kauen. Danke. Danke. Liebender Fisch, der Herr! Kommt, Leute! Wir haben liebenden Fisch! Der Fisch ist lebendig! Hey, du schreist zu viel. Wenn du weiter so rumschreist, stirbt der arme Fisch noch vor Angst. Herr Nino, habt ihr eure Maske gesehen? Das soll ich sein? Bist eher du. Hallo, Nino. Bedient mich denn keiner? Doch, natürlich. Ich bin nur wegen dir hier. Bereit, dir alles zu geben, was du willst, mein Kleines. Das genügt, wenn du es mir sagst. Du musst nur reden. Ich habe den besten Fisch von Rom. Ein Fisch steht dir zur Verfügung. Bestell, was du willst. Ich hätte gerne eine schöne kleine Meeresche. Ja, eine schöne kleine Esche. Was erzählst du da? Du brauchst eine schöne große Esche. Oh, Austern, Herr Nino. Aber was machen Sie denn Austern, da? Austern, Esche mit Austern. Ist das ein venezianisches Gericht? Okay, ich gebe dir auch das. Ihr lasst mich erschaudern. Ihr lasst... Guten Tag, Maresciallo. Guten Tag. Hast du gesehen, was es heißt, ein Geschäft mit zwei Eingängen zu haben? Geh. Geh. Guapetta, bediene das Fräulein. Mit Respekt, ja? Also, Nino, dann hast du mir das Vergnügen bereitet. Wenn ihr zum Küster geht, dort steht das gestohlene Fahrrad. Und könnte man auch den Namen des Diebes erfahren? Ausnahmsweise den echten? Man verkauft die Klarinette, aber nicht den Spieler. Mhm, ich verstehe. Hört zu, es könnte auch die geraubte Geldbörse einer holländischen Touristin hier im Viertel sein. Es tut mir leid. Börsen, Geld, Schmuck, da ist nichts zu machen. Nimm den Fisch da weg, er stört mich, bitte.
Es sind Leute, die wertvolle Devisen bringen. Und Italien ist ein Land, das vom Tourismus lebt. Auch du bist vor allem ein Italiener. Was glaubst du, denken sie von uns im Ausland? Ach, Maresciallo, Sie müssten uns danken, dass wir Ihnen Ihre Ausländerin zurückgeben. Casanova. Ja, ihr habt mich überzeugt. Morgen habt ihr eure Börse. Oh, brav, Nino, danke sehr. Aber leer. Als die Trompete zu den Waffen rief, ich schnell zu Garibaldi lief. Er drückte mir ganz fest die Hand. Ich soll schön kämpfen für sein Land. Dies rote Hemd hier, willst du's kaufen? Ich bräuchte nämlich was zu saufen. Das ist ja ekelhaft. Was soll ich damit? Das ist ja nicht mal Karneval. Was? Das ist von Garibaldi? Garibaldi hat es dir gegeben. Eine Antiquität. Ich war der Trommler bei Garibaldi. Wir haben viel zusammen erlebt. Garibaldi. Ich habe die Trommel gespielt. Rum, ist ja groß. Zur Kolonne kriegt dann, sei ruhig. Wir machen Folgendes. Ich nehme das in Kommission und falls Sie es verkaufen, dann gebe ich dir eine halbe Lira. Also gib schon her. Was? Eine halbe Lira für ein Hemd? Aus, mach schnell. Du lässt mich die Geduld verlieren. Nun mach schon. Moment mal. Ganz zerflattert. Och, wie das stinkt. Was für ein Gestank da rauskommt. Was ist dir los? Oh, lieber Maresciallo, ich habe diesem armen Landstreicher nur etwas geholfen. Maresciallo, ich wollte dieses Hemd aus Notgründen verkaufen. Und wie viel wollte er dir geben? Eine halbe Lira. Nein, keine halbe Lira. Ich wollte es hier behalten und verkaufen. Dann hätte ich ihm was gegeben. Ein Schakal bist du. Du hast von nichts und niemandem Respekt. Gib ihm die halbe Lira. Und du schämst dich nicht? Ich schäme mich, aber ich habe auch Hunger. Und der Hunger verkrampft die Därme. Und dein Gewissen verkrampft sich nicht dabei. Beim Verkauf solch heiliger Reliquien. Ich habe ja so... Unsere Väter haben dafür gekämpft. Weißt du das nicht? Gib ihm die halbe Lira, du. Los, mach schnell. So, gut, das gehört mir. Schäm dich, das behältst du. Geh nach Hause. Ihr seid ein guter Mensch, Maresciallo. Ihr erinnert mich an Giuseppe. Ich habe immer in seiner Nähe die Trommel gespielt. Darf ich sie einen aufspielen? Bitte nicht. Geh nach Hause und behalte das Hemd. Geh. Aber wieso? Ich habe meine halbe Lira gegeben und er nimmt das Hemd wieder mit? Sagen wir als Anzahlung auf die Buße, die ich dir gebe, weil dieses Geschäft den Grundforderungen der Hygiene widerspricht. Ach was, wenn ich schaue, wie ekelhaft das ekelt an mir wirklich. Der Dreck, der Modergeruch hier drin. Es ist voller Ungeziefer, Mücken, Schnarchen, Fliegen. Ach, Fliegen, mein Gott, wie ich diese Fliegen hasse. Überall sind Fliegen. Siehst du, da ist auch eine. Da, jetzt ist es eine weniger. Sauberkeit, Chinesen. Sauberkeit. Gehen wir. Schöner Hund. Hey, Rosa. Wie seid ihr hübsch, wenn der schönste Stern des Himmels euch sieht, wird er blass vor Neid und sucht eine Wolke, um sich zu verstecken. Mit diesen Augen habt ihr mehr Herzen durchbohrt als alle Messer Roms zusammen. Und wenn irgendjemand euch nicht für die schönste Frau der Welt hält, schwöre ich, dass ich ihm das Fett wegschneiden werde, ihn durchbohren und aufschlitzen werde. Mirello, aber heute nicht, mir dreht sich der Kopf. Aber warum glaubt ihr mir denn nicht? Hey, du Trottel, komm mal her. Erkläre mit lauter Stimme, dass Rosa Tabini das schönste Mädchen der Welt ist. Bist du verrückt? Wer ist diese Rosa Tatata? Sag mit lauter Stimme, was ich dir gesagt habe. Denn nicht breche ich dir sämtliche Rippen, kapiert? Ich erkläre mit lauter Stimme, dass Rosa Tabini das schönste Mädchen der Welt ist. Du musst es lauter sagen. Sie müssen dich in der ganzen Gasse hören. Verstanden? Ich erkläre, dass Rosa Tabini das schönste Mädchen der Welt ist. Habt ihr es wirklich alle gehört? Habt ihr es alle gehört? Und jetzt wiederhole es. Habt ihr es alle gehört? Was sagst du da? Ah, mach, dass du wegkommst. Geh! Der Ecke, du! Und deine rosa Tarnmine! Also, ich bin besser als er. Ich bin reicher als er. Ich würde sterben, um euch sofort zu heiraten. Und ihr steht auf einem Fischhändler. Augustorello, ihr seid wie eine Wanze. Ja, wie eine Wanze. Wie eine Wanze? Was soll das heißen? Das soll heißen, wenn ihr mich fragen würdet, was ich wähle, euch oder eine Wanze, was glaubt ihr, würde ich wählen? Die Wanze. Genau, das ist meine Antwort. Meine Wenigkeit ist da. Was du auch immer von mir denkst, lerne ruhig 3-7 zu spielen. Es tut mir leid, zu stören, Herr Nino. Aber ich dachte, es wäre interessant für Sie zu hören,
dass Augustorello in der Bügelstube von Fräulein Rosa ist. Jetzt sagt mir nur, dass ich kein Freund bin. Hey, Chinese. Hm? Komm mal her. Spione bezahlt man doch, oder? Augustorello, ich habe zu tun. Ich habe eine Menge Wäsche zu bügeln. Ich kann nicht meine ganze Zeit mit euch verlieren. Geht jetzt bitte. Für mich ist euer Wunsch Befehl, aber ich komme zurück, um euch zu überzeugen, dass meine Liebe die bessere ist. Bleib stehen, Sohn einer Hure. Lass meine Mutter in Ruhe, sie ist tot. Also willst du damit sagen, dass du der Sohn einer toten Hure bist? Komm rein. Willkommen. Was soll das? Ich bin unbewaffnet. Ich auch. Aber ich mag dich nicht. Ich habe da eine gewisse Vorstellung. Nino! Nino, mach keinen Blödsinn, Nino! Weißt du, was es heißt? Dieser Dorsch in deiner Fresse? Was gibt es Neues? Ja, da bist du wieder. Tartarello, wie war die Hochzeitsreise? Das geht dich gar nichts an. Was gibt's Neues? Was machen die ganzen Leute? Wo ist Nino? Er ist drin und bringt sich gerade mit Augustorello um. Ah, gut. Geh hoch, ich muss das Pferd noch füttern. Oh, der ist noch munter, aber ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Du musst mir helfen. Ich bin doch nicht dein Sklave. Hey, ich bin deine Frau. Hast du verstanden? Ich bin deine Frau! Und er ist dein Mann. Du musst ihm Respekt und Ergebenheit entgegenbringen, ohne ihm auf die Nerven zu fallen. Verstanden? Geh schon. Und denk daran zu sagen, dass du in einen Strauch gefallen bist. Ja, und vergiss das Wiederkommen nicht. Hast du das gesehen? Oh, diese Schnauze. Oh, Himmel. Du bist immer noch das Größte von allen, Nino. Man sagt dir Größte, verstanden? Lern mal die Grammatik. Gestern hat es noch geschlagen. Hier. 600 Gramm Herz. Was macht das, Herr Bartolo? 19 Soldi und 19 Centesimi. Konnte er es nicht eine Lira machen? Mamma mia, Augustorello, was haben Sie denn mit dir gemacht? Bist du in einen Brombeerstrauch gefallen? Nein, er ist in einen Strauch Scherereien gefallen. Er suchte Scherereien und hat sie gefunden. Wirklich? Mein Gott, guten Abend. Hey, Bartolo. Schau, ich bin kein Feigling. Und so wahr ich hier stehe, ich werde ihn aufschlitzen. Ja, ich werde ihn aufschlitzen. Sei still. Du kannst nur ein 3 Tage altes Lämmchen aufschlitzen. Du bist nur dazu gut, den Namen der Familie zu entehren. Besonders meinem, dem größten von San Giovanni. Pietro, Alfredo, die Sache muss erledigt werden. Los, gehen wir. Oh, aber wohin wollt ihr gehen?
Ich werde ihn fertig machen. Nino gehört mir. Ich werde ihn niederstechen. Augusto, wem willst du was vormachen? Wir kennen dich gut. Mut war noch nie deine Sache. Bleib im Laden und lass es uns erledigen. Und wie stehe ich dann bei denen von Borgo da? So wie du immer da stehst. Als Gelackmeierter. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 7, 4, 8, 3, 5, 6, 4, 9, 3, 3. Die Brüder von Agustarello, sie suchen Ärger. Aber ist der Metzger nicht der Größte von San Giovanni? Ja. Also, um hierher nach Borgo zu kommen, braucht er eine Herausforderung zum Duell, nicht? Ich sekundiere. Er trägt das Messer nicht in der Mitte, also läuft was anderes. Sie kommen, um deinen Bruder zu rächen. Und du, als Vizegrößter, was willst du tun? Ich kann da nicht eingreifen. Sache von Nino. Frascatano, wo ist der Nino? Wo soll er schon sein? Beim Bumsen. Hallo, du. Wo ist dein Chef? Er ist nicht da. Los, geh ihn suchen. Hast du gehört, was er gesagt hat? Aber Dali, hast du verstanden? Ruhe, Bruder. In den ehrenvollen Familien macht man es so, dass wenn man jemanden sucht, der nicht da ist, eine Visitenkarte hinterlässt. Ist das ein Mieter? Schnell, kommt! Etwas mehr Diskretion, wenn ich bitten darf. Die Brüder Di Lorenzo sind im Geschäft. Ach, wen interessiert das? Aber sie zertrümmern alles. Sie? Ja, sie zerstören alles. Die Fische auf dem Boden, die Vitrinen kaputt. Ein Gemetzel. Was tun sie? Sie zertrümmern das ganze Geschäft. Wirklich? Aber sicher. Gehen wir. Nino, und ich? Was tue ich? Geh doch zum Teufel zu deiner Großmutter. Judas, pack weg, 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 los, los, kratz die Kurve. Oh, was ist hier los? Oh, bravo, bravo, wunderbar. Oh, Mazzini und Garibaldi, ohne Pietät auf die Straße geworfen. Die Türen zerstört. Oh, hier sind diverse Delikte begangen worden. Und das Höchste, die Verschmutzung von öffentlichem Terrain. Grobe Beschädigungen, Rechtsbrüche. Schmähung der Helden des Vaterlandes. Das alles hat seinen Preis, meine lieben Leute, denn das Gesetz verteidigt sich, indem es mit Geldstrafen für die Übeltäter zurückschlägt. Erheben wir deshalb eine Strafe von 12 Lire und 30 Centesimi. Also, auf wen darf ich die Quittung ausschreiben? Wer ist, sagen wir mal, der Urheber dieses Massakers? Ich bin es, Maresciallo. Bartolo Di Lorenzo. Ah. Aber wenn Sie glauben, ich zahle die Strafe, dann täuschen Sie sich. Ich zahle keine Lira. Die Kosten trägt nur der Zuchthäusler. Und wer bezahlt, das ist nur einer. Nino Il Fanello. Maresciallo, was recht ist, ist recht.
Wenn die Brüder Di Lorenzo kommen, sind sie meine Gäste. Entweder sie fressen oder rauben oder zertrümmern. Ich bezahle immer. Ich wollte das Geschäft sowieso mal renovieren. Dankeschön, Bartolo. Gibt es nur mehr, ich mach das. Wie viel ist es? 12,30. Entschuldige, Chinese. Ich? Rück das Geld raus. Ich? Sonst müsste sich der Maresciallo aufregen. Und auch ich könnte nervös werden, sodass auch dein Laden in Trümmer fällt. Ich habe damit nichts zu tun. Denk mal drüber nach und du wirst sehen, dass es dich was angeht. Sagt ihr mal, geht diesen Spion dieses Chaos, das hier entstanden ist, etwas an? Du erhältst Geld von den Behörden. Deshalb erscheint es mir gerecht, wenn die Behörde Geld von dir verlangt. Du bist der, der es rausrücken muss. Oh, auf geht's schnell, der Marschall ist in Eile, los. Also, Chinese, wenn du darauf bestehst, es sind 12,30. 30. 12. In Ordnung. Ruhe! Ruhe jetzt! Nehmt euch in Acht. Ich komme bald zurück. Und wenn ich zurück bin, will ich alles in Ordnung vorfinden. Ist das klar? Auf jetzt! Sicher, Maresciallo. Immer zu Diensten des Gesetzes. Regen Sie sich nicht auf. Bartolo? Dann sollten wir noch alles abrechnen. Das Gesetz der Ehre ist eine alte Sache. Jetzt sind wir quitt. Von mir aus können wir Frieden schließen. Der Vorschlag vom Größten von San Giovanni. Er will Frieden schließen. Antworte dem! Hey! Pfui! Der Tür hat er verschwendet! Hallo, Sauber, ihr Idioten! Messer bitte, wenn ihr essen wollt. Die Messer haben wir zu Hause vergessen. Dann verhungert halt. Wie bitte? Lass sein, Tartarello. Wir halten uns an die Regeln. Reichlich Rigatoni mit Rinderdarm, wenn sie schon durch sind, ja? Ihr spitzt wohl immer, was? Und pass auf. Warum sind wir eigentlich hierher gekommen? Sollten wir uns nicht mit dem Metzger von San Giovanni treffen? Das sagt dir uns Guapetta. Teufel, was für ein Held. Held? Wieso denn Held? Ich schickte Guapetta nur, zum Duell herauszufordern. Ja, und was ist das für ein Duell? Das ist, wenn einer, der eine Ehrensache zu regeln hat, sich nicht nach den Regeln richten muss. Glaubst du, er kann dem Tod entrinnen? Ach, wenn es einen Tod gibt, wie soll man so entrinnen? Hey, Bartolo, habt ihr Leber? Wir haben genug. Ist sie für dich oder für jemand anderen? Nein, sie ist für euch. Das ist eine Herausforderung von Nino Il Fanello, dem Größten von Borgo. Er erwartet euch in einer Stunde hinter den Ruinen. Er empfiehlt euch, nicht fern zu bleiben. Er soll sich nicht aufregen. Aber was will er? Er sagt, ihr versteht das schon von alleine. Jetzt trinken wir auf das Wohl aller, die keine Lira haben. Und auf unser Wohl, die wir Geld haben. Wir sind Ehrenmänner. Wir müssen uns an die Spielregeln halten. Nur auf das Messer antwortet man mit einem Messer. Auf einen Stein antwortet man mit einem Stein. Aio, Mama Bella, diese Hunde haben mich erwischt. Lass sehen, Alfredo, lass mich sehen. Diese verdammten Kerle, aio. Es ist nichts. Es ist nichts, dieser Hund. Es ist nichts. Oh. Ihr verdammten feigen Schweine. Kommt raus, wenn ihr Mut habt. Da sind wir. Wie die drei Horatier. Und wir haben ein Herz in der Brust, wie die alten Römer. Leck mich am Arsch, du und die Horatier.
Ihr werdet euch wundern, wie wir euch ficken. Bruder Di Lorenzo, ihr elenden Hunde. Attacke! Oh, Hölle mit euch! Da, ich gebe es dir von vorne! Weicht aus! Was meinst du so? Mörder! Die großen Steine, die kleinen gehen in die Augen. Los! Nimm das da! Los! Ihr Schweine! Ja, elenden Schweine! Aus euch mag ich abfleisch! Auf geht's, Bartolo! Los, vorwärts, Jungs, wir lassen die keine Ruhe. Ah, du Arschloch eines Feiglings, was willst du? Pass auf sie! Oh, diese verdammten Hurensöhne! Ja, dies! Los! Los, Jungs! Greifen wir an! Attacke! Los! Ja! Eine! Wer ist dieses Schmutz? Scharf, da gehört auch hin! Was ist ihr feigen Hurensöhne? Ist euch die Luft ausgegangen? Ach, weg hier! Ja, jetzt haben wir sie im Griff. Los, hinterher! Ja. Los, Jungs! Los, jetzt packen wir sie! Ja! Ja. So, jetzt haben sie einen Scheißplatz! Jetzt fahren wir sie fertig! Ah, danke! Oh, oh, diese Tortenobsthändler! Weg! Oh. Ja, und noch mal! Müssen wir irgendwie weg, versuchen wir abzuhauen. Los, machen wir. Los, hauen wir ab. Also, Jungs, man muss auch verlieren können. Hopp. Ja. Guter Rückzug. Nochmal. Ja, sind nicht schlecht im Werfen. Oh. Hoppla. Ja, Achtung, Kurve. Nein, du täuscht dich nicht. Schnell nach oben! Schnell! Wir müssen ihn den Weg abschneiden! Hey, Bartolo! Nimm dieses Plumpstück! Belia! Hey, Belia! Was ist? Ist Tattarello zu Hause? Zu Hause? Er ist heute Morgen weggegangen. Er ist zur Arbeit gegangen. Aber Pferd und Wagen sind im Stall. Was sagst du? Ich sage, dass beide fort sind, um sich umbringen zu lassen. Einen Toast auf dich, liebe Frau. Die vergleichbar ist in ihrer kapitolinischen Schönheit mit der Anmut dieser Ruinen, die an eine alte römische Festung erinnern. Was ist los mit euch? Geh die Deckung! Freie Schweine, ihr verdammten Hunde! Macht ihr nicht, dass ihr wegkommt, ihr Hunde! Haut ab! Schnell! Angelone! Na, Jungs! Oh, Hilfe! Was denn da oben? Hä? Ah, ein kleiner Spaziergang. Da ist er, der Größte von Borgo. Und zugerichtet wie der St. Lazarus. Wirft mit Steinen wie die kleinen Kinder. Ah, er will den Ehrenmann spielen. Jede Tat eine Tat des Mutes. Und ich immer bereit zu eilen und zu sorgen, weil ich dich liebe. Sie hätten dich umbringen können, verstehst du? Willst du, dass ich dich zum Doktor bringe? Darf ich? Wie geht's dir, Schatz? Fühlst du dich besser? Bist du total verrückt geworden? Na,
Oh, du lässt dich also spazieren fahren. Da hast du so getan, als wärst du ohnmächtig und ich müsste dich heimbringen. Es geht mir ehrlich gut, weißt du? Ich habe gespürt, wie du den Steinen und den Löchern ausgewichen bist. Lass mich! Hey, was bist du für eine Chauffeuse, wenn du dir nicht den Preis für die Fahrt zahlen lässt? Oh, bist du wahnsinnig? Du gibst mir mitten auf der Straße Küsse, das entehrt mich. Ich entehre dich? Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Wer erzählt dir denn solche Sachen, ne? Ich will dich entehren. Ich will dich spazieren fahren, ne? Also, gehen wir. Meine Hübsche. Es genügt mir, wenn du mich auf dieselbe Weise bezahlst. Sind dir meine Küsse so viel wert? Geh und lass sie dir doch von dieser abgewrackten Veneta geben. Ach, was bedeutet die mir schon? Weißt du, das mache ich doch nur aus Reklame fürs Geschäft. Denn du bist doch die Einzige, die ich irgendwie... Verarsche. ...zur Königin machen will. Und passt dir der 29. Juli? Verstehe, Nino. Nino. Ich bitte und beschwöre dich, nimm mich nicht auf den Arm. Hast du gesagt, dass wir heiraten? Ich habe gesagt, dass wir heiraten. Oh, und das sind keine leeren Worte, hm? Was soll das heißen? Ich bin Nino aus Borgo. Und immer, wenn ich einem Mädchen versprochen habe, es zu heiraten, habe ich es geheiratet. Ein herrliches Fest, Rosi. Und alle kommen zur Hochzeit seiner Majestät, des Königs von Bonn. Warum gerade der 29.? Also vor allem, weil jetzt Karneval kommt. Und am Karneval heiratet man nicht. Und dann wird Sommer sein. Und wir fahren auf Hochzeitsreise nach Venedig zum Baden. Und drittens hat mir mal... Als ich Soldat in den Abruzzen war, eine Zigeunerin aus der Hand gelesen und gesagt, dass der 29. Juli der bedeutendste Tag meines Lebens wäre. Und rate, wegen was noch? Wegen was denn? Wegen König Umberto. Recken solch ihr faules Kanackenpack und die euch in die Welt gesetzt hat, gleich dazu geht weg. Wollt ihr wohl abhauen oder nicht? Verdammter Karneval. Jetzt bin ich aber ab hier. Che senza lavoro veste sempre con grande decoro, non lavora, non suda, non lotta, c'ha la moglie che fa la nonna. Mia cugina con l'uomo è nervosa, strilla, smania o gli tira qualcosa, e domenica lei non lo nega, a un amico tirava una nonna. Qualcuno si è scandalizzato perché dice che sono sboccato. Non discuto però non lo adulo e lo mando a pigliarsi nel no, no. Eine Polonaise doch einfach. Hier, der Schmutz, wo ist denn die Gitarre? Er gehört, aufgepasst, jeder tanzt mit dem, den er gerade vor seinem Bauch hat. Maestro, Musik! Hallo, was machst du da? Schaust du andere Frauen an? Was denn? Ich stelle Vergleiche an. Und das Ergebnis ist, dass du von allen die Beste bist. Oh, nimmst du mich auf den Arm? Hör zu, was ich dem Größten jetzt sage. Lass mal sehen. Ui, ein Zwerg. Schön du bist, Rosa. Die schönste der Welt. Wie machst du es, so schön zu sein? Oh, ich könnte dich. Und ich könnte dir sagen, guten Appetit. Hey, Tatarello. Diese komische Maske. Es scheint mir, ich tanze mit meinem Bruder. Ein dummes Gefühl. Schon gut. Ah, wie du mich ankommst. Cherchez la femme. Vers la révérence et la vie la danse.
Wer hätte das gedacht, Rosa, dass ich mich um dich in meinen Armen halten zu dürfen, als meinen schlimmsten Feind maskieren musste? Aber ich habe es getan und ich bedauere es nicht. Uns würde das auch nichts ausmachen, nur dass du uns damit das Fest ruinieren würdest. Halt! Leute, es reicht mit dem Tanzen. Es ist 8 und ich will keine Strafe kriegen. Weiter spielen! Hören Sie, Herr Wirt, das ist doch eine echte Sauerei. Da will man... Na, Herr Dings da, was passt Ihnen denn nicht? Das ist doch wahr, da will man sich amüsieren und... Gehen wir also und schauen uns das Rennen an. Ja, aber beeilt euch, das beste Pferd gewinnt. Petarello, gehen wir auch das Rennen der Berber anschauen? Nein, aber geh du ruhig mit deiner Mutter, du weißt, dass ich Pferde hasse. Augustarello, was machst du? Versteckst du dein Gesicht hinter meinem Gesicht? Was ist daran schlimm? Es ist Karneval und ich hatte Lust, den Hans Wurst zu spielen. Bravo. Aber du brauchst dich da nicht zu maskieren. Du bist doch immer der Depp. Es war eine gute Idee, die Berber zu sehen. Gehen wir, Rosi. Wir sehen uns noch. Nach jedem Fest wird noch gefeiert. Heute Abend nicht. Hey, so. Augustarello hat recht. Los mit der Passatella. Nein. Nein, ich bevorzuge es, zu den Berbern zu gehen. Noch viel Spaß. Du bleibst nicht bei deinen Freunden, um die Passatella zu machen? Nach dem Ehrenkodex ist das das schlimmste Vergehen, das man tun kann. Und nicht nur für mich. Für alle. Entschuldige, Rosi, aber ich muss bleiben. Guappe, begleite du sie. Reg dich nicht auf. Es wird nichts geschehen. Ich gebe dir mein Wort. Frascato, gib mir auf der Stelle einen Viertelweißen, herb und vornehm, wie das Herz der Frau, die ich mag. Die Passatella mit dem Ober und dem Unter, ohne Trick und Betrug, ohne Absprache und ohne Schaden. Das Glas voll bis zum Rand. So wollen wir es halten. Sieh ihr, ich komme nicht mit. Warum denn? Na, wir werden uns vergnügen. Ich habe keine Lust, ich gehe lieber nach Hause. Nur mach, was dir gefällt. Abzählen, Leute. Wer den, der das Vertrauen der Gesellschaft genießt, wer den Rüpel, wer den Schönsten. Ich bin von allen der Bruder. 3, 8, 11, 13, 17, 21, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ich habe von euch allen höchstes Ansehen, aber den Wein zahlt man vorher, nicht missverstehen. Für die Passatella benenne ich als Ober Verdicchio. Und als Unter Nino El Fanello. Den ersten Schluck der Dankbarkeit widme ich dem, der es hier so gut mit uns meint. Darf ich trinken? Ja.
Ich widme diesen Schluck meinem Freund Giorgio, der immer vor Durst stirbt. Darf ich trinken? Nein. Ich würde euch allen vorschlagen, dass dieser Schluck an Chianchi geht. Zu Befehl. Ich mache einen Schritt. Dein Schritt ist mein Leiden. Ich biete diesen Schluck dem Metzger Augustarella di Lorenzo, der uns die Überraschung seines unerwarteten Besuches machte. Augustarella kann das Glas nehmen. Er kann es zum Mund führen. Er kann daran schnüffeln, um den Geruch zu riechen. Hast du gerochen? Dann gib es Tattarello. Er ist mir viel sympathischer, weil er mein Schwager ist. Und weil er ein Familienoberhaupt hat. Ich würde an diesem Punkt Augustarello trinken lassen. Wie ist dem Untertan beliebt? Richtig. Und da es der Untere immer so hält, wie es dem Wein behagt zu entscheiden... Zu Befehl. Er flucht noch mal. Es sind gleich 25 Liter davon gelaufen. Und diesen Rest von einem Gläschen. Na, wem wohl willst du es geben? Ja. Ah nein, wenn der Unter nicht richtig gibt, ist dem Ober selbst beliebt. Hast du Mut, Augustarello? Denk dir nichts. Es war deine Idee. Gute Nacht. Ich gehe schlafen. Passarella ist vorbei. Nein! Sie ist nicht vorbei! Sie ist nicht vorbei! Sie ist... Nino! Das Schwein hat mich abgestochen. Verdammt! Was darf ich doch machen, wenn man Pech hat? Es hat man richtiges Pech. Jetzt hätte ich mal richtig Geld machen können. Und ausgerechnet jetzt, da weiß ich nichts. Da habe ich nichts gesehen. Niemand hat mir etwas gesagt. Verdammt nochmal!
nichts gesagt. Für mich ist gerade mal Unsinn. Ich geh schlafen. Ich könnte ja nicht ahnen, dass dieser Vorfall gerade diesen Abend passiert. Das ist doch überhaupt... Gut. Wenn du nichts weißt, dann geh. Hopp! Ihr behandelt mich immer mies. Aber die Sache, dass Agostorello tot ist und Nino am Sterben, dürfte euch kein Missvergnügen bereiten. Mir? Warum? Warum? Weil, wenn Nino stirbt, Rosa Tarbina frei bleibt. Hör mal zu, du Affenkopf. Du wirst bezahlt, den Spion zu spielen, nicht den Kuppler. Hast du verstanden? Setzen wir alles auf eine Karte. Und jetzt sage ich euch, im Haus des sterbenden Nino sind die Brüder Lorenzo. Was fangen die da wohl? Warum hilft mir keiner? Es brennt wahnsinnig. Ich fühle drinnen ein Feuer, das brennt. Es ist eine Wunde zwischen der vierten und fünften Rippe. Es dürfte nicht schlimm sein. Ich bin zwar Metzger, aber ich verstehe was davon. Aber dies ist ein Christ und kein Vieh, ja? Gott hat alle gleich gemacht. Er hat sehr viel Blut verloren. Aber die Wunde betrifft nicht die Lunge, denke ich. So denken wir. Regt euch nicht auf. Wie geht's? Es muss gehen. Der Doktor hat gesagt, vielleicht kommt Nino durch, vielleicht aber auch nicht, wissen Sie. Ein gutes Wort, wer nicht lebt, stirbt. Ihr drei, was macht ihr hier? Wir sind hier, um ihm zu helfen. Mhm. Für die Himmelfahrt, so sagt man in Rom. Maresciallo, ihr müsst glauben, dass ich... Das, was war, zählt nicht mehr. Nino und unser Bruder waren Freunde. Also, ich will euch etwas sagen. Solltet ihr irgendeine Idee von Rache im Kopf haben, ich halte euch unter Beobachtung und verliere euch nicht aus den Augen. Und wir verlieren ihn nicht aus den Augen. Man kann ihn retten. Er braucht einen großen Doktor. Eine Leuchte. Und was die Kosten für die Medikamente betrifft, darum kümmern wir uns. Ach ja? Macht eine Spezialfürbitte in der Kirche, Signore. Und geht zur göttlichen Liebe, so wie es unsere Mama getan hat, als wir alle vier die Meningitis hatten. Nino redete oft von unserer Mama mit Augustarella. Unter allen Umständen will ich den 29. erleben. Das ist der wichtigste Tag für mich. Mir erscheint das unglaublich, die Veränderung kam am Bett von Nino. Einer war immer unten am Turm mit dem Fahrrad bereit. Mitten in der Nacht holte er die Medizin beim Santo Spirito. Er hat sogar den Pförtner hochgerissen, wenn er sich nicht mit dem Aufwachen beeilte. Ja, genau, sie pflegen ihn, als wäre er ihr Bruder. Ja. Mehr als ein Bruder. Aber weißt du, was ich dir sage? Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Ja, das schon. Aber es ist das Ende der Ehrenmänner. Ich würde mir gern die Hände waschen. Bitte, sofort, Doktor. Lilia, gib mir ein Handtuch für den Doktor. Mama, es ist nicht sauber. Ja, schon gut. Lassen Sie es sein. Da, Ihr Fleisch. Es ist das Beste von Rom. Gut. Macht eine kräftige Brühe und gebt sie ihm. Eine Tasse alle 2 Stunden, nicht mehr. Ich habe verstanden. Eine Tasse alle 2 Stunden. Professor, was halten Sie von ihm? Er hat eine außergewöhnliche Natur. Ich glaube, dass er es schafft. Denken Sie daran, dass wir nicht auf die Kosten achten. Je früher Sie ihn auf die Beine stellen, umso besser ist es. Koste es, was es wolle. Was zu tun ist, ist zu tun. Achtet darauf, dass er sich nicht überanstrengt und wenn es nötig ist, lasst nach mir rufen. Ich komme dann sofort her. Aber ich glaube, es muss nicht sein. Ah, übrigens, mein Honorar. Das wären 80 Lire.
10, 20, 30, 40. Was für ein Tag ist heute? Es ist der erste Sommertag. Es sind jetzt 3 Monate. Ich habe Hunger. Ich koche dir 2 Eier. Ja. Wo ist Rosa? Sie ist in der Kirche, um der Madonna zu danken. Mama, bereit ihm 2 Eier. Sofort. Hallo. Er ist aufgewacht. Ja. Er hat gesagt, er hat Hunger. Was kümmert Sie Nino? Sie wissen es. In diesem Viertel bewegt sich kein Blatt, wie man so sagt, wenn Nino es nicht will. Nein, nein, ich bitte Sie. Ich würde es vorziehen, hier weiter zu reden. Draußen haben wir die Augen aller von der Straße auf uns gerichtet. Ich sage das mehr für Sie als für mich. Na gut, aber beeilen wir uns. Was müssen Sie mir sagen? Also, ich habe gewusst, dass Nino am Ende der Bessere ist. Er ist geheilt, nicht wahr? Wenn Sie es wissen, warum fragen Sie? Schauen Sie, wir haben alle im Viertel ein bisschen befragt, um mehr herauszufinden über den Tod von Augusto Di Lorenzo. Eine ernste Sache, wissen Sie? Körperverletzung und Mord. Oder wenigstens mutmaßlicher Mord. Naja, jetzt prüft der Staatsanwalt, ob er jemanden anklagen kann. Sie können sich vorstellen, von wem ich rede? Also ich habe versucht zu vermeiden, mit Ihnen in Begleitung zu reden. Deshalb bin ich hier. Sie wissen etwas. Hier redet keiner. Also? Also merkt euch, hier gibt es nur einen Spion und den bezahlt ihr auch noch. Selbst wenn ich irgendetwas wüsste, würde ich es euch niemals sagen. Nicht einmal, wenn es darum ginge, das Leben meines Mannes zu retten. Denn wenn mein Mann eine solche Sache herausfinden würde, würde er mir ins Gesicht spucken. Verstehe. Danke, Bartolo. Ich weiß, dass ich nur noch wegen euch auf der Welt bin. Warum wir das getan haben, weißt du. Wir konnten dich nicht so sterben lassen in deinem Bett. Ich muss dich eigenhändig umbringen. Sicher, ich hätte es genauso getan. Wann wollt ihr? Du hast noch 10 Tage, um zu Kräften zu kommen. Was ist der 29. Juli? Nein, am 29. kann ich nicht. Da habe ich schon eine viel wichtigere Sache vor. Machen wir es vorher. Am 23. In Ordnung? Also bei Tagesanbruch des 23. Im Hof des Arabella. Fünfzehner Messer.
Also, was brauchst du noch? Etwas gekochtes Fleisch, fett oder mager, oder etwas Herz vom Rost? Herr Bartolo, ich muss Sie sprechen. Alfredo, bediene die Dame weiter. Und was gibt's? Am 29. Juli wollen Nino und ich heiraten. Und morgen am 23. müssen wir das Gelübde ablegen. Plötzlich sagt mir Nino, dass das nicht möglich sei. Warum? Das weiß ich. Ich muss doch nicht heiraten. Es war Augusto Dello, der euch heiraten wollte. Sagt mir die Wahrheit. Habt ihr morgen mit Nino ein Duell? Was könnte es sein? Also ist es wahr. Er wollte euch umbringen. Herr Bartolo, warum vergesst ihr nicht alles? Ich bitte euch, ich flehe euch an, lasst es sein. War es Infernello, der euch geschickt hat? Nein, er weiß nichts. Er ist ein Ehrenmann, wie ihr. Bereit, sich umbringen zu lassen, nur um das Gesicht nicht zu verlieren. Aber mir bedeutet das nichts. Wenn ihr wollt, bitte ich euch um Vergebung. Ich erniedrige mich. Ich habe nicht diese Vorurteile, diesen dummen Stolz. Lassen wir Gras darüber wachsen. Sicher, ein schönes Gras. Ein Gras auf dem Grab. Eure Scheren, eure Messer, sind sie scharf? Eure Scheren, eure Messer, sind sie scharf? Hallo, Nino. Ciao, meine Hübsche. Man hat mir gesagt, dass ihr eure Hand zum Ehebund reicht. Glückliche Rosa, die euch immer im Bett haben wird. Sei beruhigt. Irgendeine schöne Meeresche wird dir schon Abhilfe verschaffen. Schlingel, du. Ciao, Nino. Wie geht's? Kommst du mit deinen Trinken? Ja, dann quatschen wir ein bisschen. Ja, vom Unkraut, das nicht vergeht. Ja? Nino? Ah, Verdicchio. Also, für morgen früh ist alles in Ordnung. Ich habe Tattarello Bescheid gegeben. Fräulein Rosa, ich wollte Ihnen diese Wäsche zeigen, die ich mir gekauft habe. Sowas, sie antwortet nicht. Bartolo hat mir alles gesagt. Morgen früh ist es soweit, stimmt's? Hey, antworte mir wenigstens. Ich antworte dir, dass das Dinge sind, die dich nichts angehen. Sie gehen mich nichts an? Aber du willst mich zur Witwe machen, bevor du mich heiratest. Nein, du gehst da nicht hin, du bleibst bei mir. Rosa, versuch mich zu verstehen. Ich kann von dieser Verabredung nicht wegbleiben. Ich wäre entehrt. Ah ja. Also mache ich dir einen Vorschlag. Verspielen wir beide unsere Ehre. Du bleibst bei mir von heute bis morgen, die ganze Nacht. In meinem Haus, in meinem Zimmer. Meine Ehre wird deine Ehre sein. Nur Mut. Du hast immer gesagt, dass du mich liebst. Gib mir diesen Beweis deiner Liebe. Pass auf, ich nehme dich beim Wort. Von heute Abend bis morgen früh. In deinem Zimmer. Mit dir. Mir soll's recht sein. Gehen wir. Was wartest du? Was überlegst du? Du musst wählen, Bartolo oder mich. Ich habe gewählt. Aber wenn du mit mir ins Bett gehst, kann ich dich nicht heiraten. Dann heirate mich nicht. Was ist? Ziehst du dich nicht aus? Glaubst du denn wirklich? Nur du müsstest dein Wort halten. Ich habe gesagt, ich bleibe bei dir bis morgen früh und das werde ich tun. Ich bin hier ohne Täuschung und Betrug, sogar wie die letzte Hure. Denn ich will nur eines und dafür habe ich die Gnade der Madonna erbeten. Ich will dich vor einer Messerstecherei bewahren. Was tust du, Rosa? Was denkst du nur? Lassen wir die ganzen Possen sein. Ich liebe dich und das weißt du. Die Dinge sind uns aus der Hand geglitten. Wir können nicht umkehren. Wir sind Bad.
solo per amore non si vive. Io ce l'ho scritto nel destino, scolpito sulla mano. C'è un'altra cosa più importante, per quella ci si campa, per quella si muore. Un uomo vero per l'onore, se fa spacca pur anco il cuore, perché la vita non è vita se chi la deve vivere l'onore non ce l'ha. Eppure se io t'amo tanto non posso aver impianto e me ne devo andare. Tornerò, non me ne andrò mai più. Ich muss euch eine wichtige Sache sagen. Wir können nicht mitten auf der Straße reden. Bitte komm rein. Soll ich dir etwas Kaffee machen? Nein, kein Kaffee. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Nino ist weggegangen, um sich zu stechen. Wir müssen ihn daran hindern. Wovor habt ihr Angst? Nino ist immer der Stärkste. Ihr dürft euch nicht aufregen. Versteht ihr nicht, dass er sich ruiniert? Und auch ich bin ruiniert. Chinese, ihr müsst mir helfen. Ich würde euch gern helfen, aber wie? Ich kenne den Platz, wo die Wahnsinnigen sind. Ich weiß, wo sie das Duell veranstalten wollen. Ja, wenn es sich darum handelt, den Spion zu machen, geht man zum Chinesen. Weil ich ein Schwein bin, ein Blutsauger, ein Schakal, ein Spion. Ja, so sagen es alle. Aber sie sagen es immer erst, wenn sie ihren Gefallen gehabt haben. Deshalb, Fräulein Rosa, tue ich diesen Gefallen nur gegen Bezahlung. Ich gebe euch, was ihr wollt. Wollt ihr Geld? Geld, nein. Wer wird von dir schon Geld wollen? Wie schön du bist, Rosa. Du weißt, dass du von mir haben kannst, was du willst. Alles. Für nur ganz wenig. Es genügt... Also, Chinese, was willst du? Einen Kuss. Nur einen Kuss. Mich hat keiner gern. Einen Kuss, ja, den gebe ich dir. Als Schwester, weil ich niemandem etwas Böses will, auch dir nicht. Rosa, wenn ich den Spion mache, musst du mir den Kuss geben, wohin ich es will. Oh, Schwein, Schwein, ich glaub das. Thank you.
Es fehlt das 20er-Messer. Ino ist Fischhändler. Er benutzt es nicht. Na gut, wähle. Das ist für Nino. Und das ist für Bartolo. Bis zum letzten Blutstropfen. Bis zum letzten Blutstropfen. Ich muss dir vorher etwas sagen. Jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Ich weiß, dass du stark mit dem Messer bist und es sogar gegen mich schaffen könntest. Du hast recht, aber beeil dich mit deiner Rede, denn mein Messer hat Durst nach deinem Blut. Wenn ich auf der Erde bleiben sollte, denk daran und hör auf Verdicchio. Es ist wichtig. Also sag ihm, was er zu sagen hat, denn bald bist du nur noch Dünger für die Erbsen. Schützt man sich mit Messern, ha? Also, wir haben gescherzt. Ja, wir haben für ein kleines Kämpfchen trainiert. Sicher für die Olympischen Spiele in Athen. Haltet ihr mich für einen Deppen? Die Experten haben ohne Zweifel festgestellt, dass euer Bruder Augustarello gestorben ist, als er gefallen war und sich selbst mit seinem eigenen Dolch aufgespießt hatte. Nachdem er vorher Nino Meuchlings angefallen hat. Dies wussten im Viertel natürlich alle, aber keiner hat geredet aus dem üblichen Grund der Ehre. Glücklicherweise ist Fräulein Rosa gekommen, um mir Bescheid zu sagen. Bleib ruhig, um mir Bescheid zu geben und nicht der Polizei. Denn ich bin zurückgetreten, vor 3 Tagen. Naja, ich habe eingesehen, dass es in diesen Zeiten unmöglich ist, Polizist zu sein und gleichzeitig Ideale zu haben. Ich fahre nach Hause. Also, Männer. Diese Messer,
benutzen wir sie, die Steaks zu schneiden, wenn wir den Frieden feiern zwischen San Giovanni und Borgo. Mit einem schönen römischen Schmaus. Auf geht's. Gebt euch die Hand. Mein Pökel lassen, hä? Komm! Packt ihn! Nein! 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 Was ist denn hier? Jetzt kriegst du meine Faust zu spüren! Er hat in die Hose gepisst. Zum Brunnen und macht diesem Schwein ein Bad. Genug, hört auf. Jetzt bist du einigermaßen sauber und ich kann dich zu meiner Hochzeit einladen. 29. Juli, denkt alle daran. Das ist ein wichtiges Datum. Ascatano, wie weit bist du? Wir sind fertig. Wie weit seid ihr? Sie haben schon Ja gesagt. Der Pfarrer ist gerade bei der Predigt. Hoffentlich macht er sie kurz, sonst schlafe ich ein. Machen wir es doch jetzt. Genese, auf geht's. Los, du kommst auch auf das Foto. Ich bleibe lieber auf der anderen Seite. Auch wenn sich die Geschichte vor langer Vergangenheit zugetragen hat, könnte sie sich auch heute noch genauso abspielen. Tramont.
perso le a mano, attorno a noi diventa scuro, spariscono le cose, ma non sparisce dentro al petto sta smania che tormenta, sta fiamma che abbrucia. Chiedo perdono del dolore, degli sospiri, delle pene. Amore mio, te voglio bene, col pianto dentro il cuore me devo rassegnare. Ha fatte solo una carezza, perché mentre tu dormi io me ne devo andare.